mit der App Hemlock, die zweite oben in der Reihe, mache ich meine Logs. Das funktioniert so. Ich gebe hier, gehe hier in mein Logbuch, klicke oben rechts auf das Pluszeichen und habe jetzt hier das Callsign, das ich eingeben kann. Gebe jetzt mal meines ein. Und wenn ich da ein Lookup mache, der blaue Text neben diesem Feld, dann seht ihr, dass die Angaben automatisch ausgefüllt werden in Bezug auf meinen Namen, QTH und so weiter, was man natürlich nachträglich alles noch ändern kann. Ich kann den Empfangs- und Senderapport unter dem Callsign eingeben. Ich kann meine Power eingeben, mit der ich da gesendet habe. Und natürlich auch wichtig, die Frequenz und den Mode. Das Gute ist, dass Hemlock diese Daten für den nächsten Eintrag wieder übernimmt, Frequency und Mode und auch die Power, so dass ich da eigentlich nur noch das Callsign eingeben muss. Ich könnte hier auch die Time On und Time Off unseres QSOs noch definieren. Es ist allerdings so, sobald ich einen neuen Eintrag mache, übernimmt er das als Time On unseres QSOs. Und sobald ich jetzt oben rechts auf Save drücke, trägt er die Endzeit des QSOs ein. Es gibt natürlich auch Möglichkeit, dann Notes, in der Mitte seht ihr jetzt das Notes, das Feld einzugeben und da kann man auch auf SP, Scratchpad klicken und dann wirklich sehr viel schreiben, zum Beispiel welche Antenne man benutzt hat, was auch immer. Ich klicke jetzt hier auf Save und dann ist das der neueste Eintrag, den ihr oben seht. Und der lässt sich natürlich auch nachträglich einfach anwählen und noch ändern. Dann kann ich dieses Logbuch jederzeit unten rechts über Tools exportieren. Zum Beispiel hier oben habe ich mir Export Log Entries eingetragen und auch hier wieder kann ich als ADIF Datei dies als E-Mail an mich oder jemand anders versenden. Das ist eine sehr praktische Lösung, wie man sehr schnell Logs führen kann. Es zeigt einem auch an, wenn man jemanden schon mal gearbeitet hat. Ich probiere das mal hier. Ich nehme den HB9 GSS. Wenn ich das jetzt hier ändere, HB9 GSS, und ein Lookup mache, dann seht ihr eine rote 1. Das zeigt mir an, ich hatte schon einen Kontakt mit dieser Person, mit diesem Ohm. Und wenn ich unter dem Lookup die blaue QRZ-Taste drücke, diesen Textlink, dann macht es mir die QRZ-Seite von HB9 GSS auf, von diesem Kontakt, und ich kann gleich mehr Informationen über mein Gegenüber herausfinden.